Ernsthaft und Franz haben den Weg des Gangsters eingeschlagen und geraten mit ihrer großen Klappe hier und da in Raufereien, aus denen sie mit gehörig blauen Flecken hervorgehen. Na, wenn das so weitergeht, gibt es keine Hoffnung mehr für die Welt und Lord Voldemort hat gewonnen. Fehlt es den beiden einfach nur an Swag oder vernünftigen Waffen? Horst. Horst. Immer Horst. Horst. Es ist Horst. Es ist Horst. Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem schweißig-schwitzigen Chaos der sommerlichen Hitze, wo ich einfach schon gar keinen Bock mehr habe. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Horst, der ultimative Rollenspiel. Denn, Ladies and Gentlemen, Franz und Ernsthaft sind jetzt Teenager und ich kann euch gar nicht mehr sagen, was wir das letzte Mal vorhatten zu tun. Wir haben dem Alchemisten Achim, Ahmed, Alfred, irgendwas mit Avas. Ein altes Buch gebracht, das weiß ich zumindest noch, und wollten zusehen, dass wir irgendwie an Geld kommen, weil wir uns definitiv auch Rüstung kaufen müssen. Ich war hier aber an dem Punkt, weil ich gesagt habe, ich weiß gar nicht genau, was wir das nächste Mal machen wollen. Und da genau stehen wir jetzt. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch damit hoffentlich viel, viel Spaß. Also, ja, hier Unkraut zupfen könnte man tatsächlich noch machen. Das mit dem eigenen Heim weiß ich nicht. Hans Schuppen. Das einzige Haus, was wir noch nicht gesehen haben. Das Wespennest. Pass auf. Eigentlich hatten wir das Wespennest ja erledigt gehabt. Pass auf. Dann war die Überlegung, ob wir zurück zum Turm der Gräfin Grief gehen. Und dort vielleicht die Quests mal wegbringen. Ich freue mich, dass ihr da seid und wünsche euch damit viel, viel Spaß. Irgendwie ist der Vollbildmodus heute nicht so voll, wie er sein soll. Sekunde. Ich habe ein paar Technik-Struggle. Es könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass ich einen Stromausfall hier am Start hatte. Warum habe ich denn jetzt die Leisten? Warum kriege ich den Vollbildmodus nicht richtig hin? Weil ich nicht im Vollbildmodus war. Leute, es ist einfach zu warm. Es ist einfach zu warm. Mein Gehirn ist heute schon 5-mal gespolzen. Ja, ich hatte heute einen Stromausfall, der mich etliche Stunden zurückgeworfen hat. Daher tut es mir jetzt schon leid, wenn der Wochenend-Content nicht so ausfallen wird, wie ich ihn ursprünglich geplant habe. Ich bin extra ins Homeoffice, um mehr Zeit zum Aufnehmen zu haben, trotz der Hitze, um nicht ganz so geschafft zu sein. Und dann kommt einfach so ein scheiß Stromausfall und klaut mir genau diese 4 Stunden, die ich brauche. Ja, ich liebe mein Leben. Das Universum hasst mich manchmal ganz schön extrem. So, jetzt sind wir im Vollbildmodus. Ha, zauberhaft. Und ich frage mich manchmal, was ich dem Universum getan habe. Es ist alles eine Prüfung, ich weiß noch nicht wofür. Also, wir nehmen den überall Transport Travel, Travel Organization. Was haben wir hier? Ah ja, stimmt, hier. Aber hatten wir hier nicht alles erledigt? Ich weiß, dass hier oben noch eine Katze ist, wo ich noch nicht weiß, wie wir die runterkriegen sollen. Vielleicht müssen wir die mit irgendwas runterlocken. Das kann auch sein. Oder wir müssen hier auf den Baumstamm. Konnten wir nicht? Wo habe ich da jetzt einen EP gefunden? Also wir können nicht rauf, weil wir haben hier oben ja irgendwie noch eine Katze am Start. Hatten wir hier eigentlich schon alles gesehen? Oder fehlt uns hier noch was? Guck mal, hier ist doch eine von diesen... Diese Pflanze sieht besonders aus. Vielleicht ist das eine der Lavendelblüten, die der Alchemist braucht. Nun ja, das Nest ist zerstört. Wir brauchen kein Lavendelöl mehr. Was soll das auch? Öl herstellen und Blumen sammeln, wenn man auch einfach das Nest von Monstern zerstören kann? Ich weiß nicht, ob das das Ziel letztendlich war, aber ist okay. Leer. Weil wir hier schon waren.
nichts drin. Ah, auf die können wir rauf. Okay, die so ein bisschen größer sind. Die großen und hohlen. Ja, okay, da können wir nur gucken, ob wir irgendwas rauskriegen. Also sprich, bei dem hier könnte vielleicht was drin sein. Well. Gut, dann gehen wir hier jetzt nochmal zum Turm. Und sammeln natürlich vorneweg nochmal ein Heilkraut ein. Für das Einsammeln von einem Heilkraut kriegen wir 4 EP. Ernsthaft? Haben Sie die Lavendelblüten schon besorgt oder sich anders um die Wespen gekümmert? Ja, die Wespen werden keine Probleme mehr machen. Das ist bedauerlich. Nun ja, sie haben sich nichtsdestotrotz ihrer Belohnung verdient. Das Wespenproblem ist behoben. Vielen Dank. Weil die Gräfin hatte ja gesagt, wir sollten auf jeden Fall auf der Farm vorbeigucken, wo die Tiere tatsächlich noch ziemlich schwierig zu besiegen waren. Weshalb ich jetzt dachte, wir gehen hier nochmal in den Turm zurück. Ich weiß zwar noch nicht, was uns das weiterhilft und bringt, aber gucken wir mal. Danke nochmal, dass Sie sich um das Wespenproblem gekümmert haben. Errungenschaft Tagelöhner. Das hört sich auch zauberhaft an. Grummeliger Soldat. Okay, hast du jetzt noch was? Danke nochmal, dass Sie sich um das Wespenproblem gekümmert haben. Kommuniziert doch einfach mal miteinander. Also ich werde den mal aktivieren. Herzlich willkommen in Gräfin Griefs Burg. Der Burg, in der es nicht spukt. Zumindest nicht im Erdgeschoss. Dafür im Rest. Und die redet immer noch mit ihren Stühlen. Das ist auch sowas sehr Skurriles. Ich rede nochmal mit ihm. In einem Kloster wohnen eine unbestimmte Anzahl Mönche. Es ist ein stilles Kloster, in dem nie gesprochen wird. Die Mönche sehen sich nur zu den 3 Mahlzeiten. Auf den Zimmern gibt es keine Spiegel, in denen sich die Mönche sehen können. Eines Morgens vor dem Frühstück kommt ein Bote geschickt von der Stadt, der den Mönchen verkündet, dass im Kloster eine schlimme Krankheit rumgeht. Er sagt, dass einige von den Mönchen einen roten Punkt auf der Stirn haben. Die Mönche, die sicher sind, dass sie diesen Punkt auf der Stirn haben, werden in ca. 2 Stunden sterben. Am 14. Tag nach Ankunft des Boten sterben nach dem Abendessen einige Mönche. Wie viele? Ich verstehe diese Frage einfach nicht, weil nirgendwo hast du in dieser Frage einen Hinweis. Ich glaube einfach 0 sterben. Warum ist das falsch? Blauwale sind die größten Tiere, die jemals auf der Erde gelebt haben. Ein ausgewachsener Blauwal kann mehr als 30 Meter lang werden und so viele wie 20 Tonnen wiegen. Kommen hier immer neue Sachen? Eulen haben keine Augäpfel. Das Wort für Katze wurde im alten Ägypten Miau oder Miau ausgesprochen. Hier kommt immer neues Wissen. Akazienbäume kommunizieren miteinander. Nicht nur Akazienbäume, Pflanzen ja generell. Sie stoßen Gase aus, um andere Bäume vor Pflanzenfressern zu warnen. Sie produzieren dann das Gift Tannin, welches sie vor hungrigen Tieren schützt, weil es echt nicht so gut schmeckt. Die Geschichte des Hasen Karl. Oh ja, die kennen wir schon. Die kennen wir schon, die kennen wir schon, die kennen wir schon. Kennen wir schon. Das stärkste Tier der Welt ist der Rhinoceroskäfer. Er kann das 850-fache seines Körpergewichtes tragen. Das habe ich auch schon gehört. In der Londoner U-Bahn werden pro Jahr 75... Jetzt antwortet Alexa auch noch auf irgendwas random. Oh, mein Herz. Oh. Ihm hat der Stromausfall auch nicht gut getan, glaube ich. In der Londoner U-Bahn werden pro Jahr 75.000 Regenschirme vergessen. Oh, mein Herz, ich hab mich richtig erschrocken. Geht dieses Scheißding einfach los, Alter? Das gibt's doch nicht. Ist auch einfach zu warm. Ja, das mit der Hauttasche haben wir auch schon gelesen. Ich weiß ja nicht, ob wir irgendwie... Ah, gibt's auf der Seite... Ah, auf der Seite gibt's auch noch was zu lesen. Das sind immer 2 Regale. Es ist unmöglich, durch Luftanhalten Selbstmord zu begehen. Ja, weil der Atemreflex dann eher wieder anschaltet, ne? Dies ist eine kleine Geschichte über 4 Kollegen namens Jeder, Jemand, Irgendjemand und Niemand. Aber Jeder sind ja im Prinzip alle. Jemand ist random irgendjemand.
Und irgendjemand ist wirklich irgendjemand und niemand ist gar keiner. Jetzt ist die Verwirrung verwirrt. Es ging darum, eine wichtige Arbeit zu erledigen. Und jeder war sicher, dass sich jemand darum kümmert. Irgendjemand hätte es tun können, aber niemand tat es. Jemand wurde wütend, weil es jeders Arbeit war. Jeder dachte, irgendjemand könnte es machen, aber niemand wusste, dass jeder es nicht tun würde. Schließlich beschuldigte jeder jemand, weil niemand tat, was irgendjemand hätte tun können. Habe ich gesagt, mein Gehirn schmilzt? Nein, mein Gehirn ist gerade implodiert. Der Mythos, dass Hummer biologisch unsterblich sind, ist so nicht richtig. Er kommt daher, dass sie ein Enzym produzieren. Ich habe einen U-Fehler vergessen. Ich kaufe bitte ein U. Ich möchte ein U kaufen an dieser Stelle. Das Zellen repariert und hilft, dass ihre DNA sich unbegrenzt repliziert. Aber tatsächlich gibt es keine unbegrenzte Replikation. Bücher über den Kellerbau. Es handelt sich um tiefgehende Literatur. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das längste deutsche Wort, in dem sich kein Buchstabe wiederholt, ist Heizölrückstoßabdämpfung. Wow, wessen Gehirn hat sich jetzt auch gerade komplett einmal aufgelöst? Und dann habe ich die Stühle, die genauso... Geh doch aus dem Weg! Die genauso die schwierigen Aufgaben haben. Oh, oh Gott. Ja, schaltet sich gleich mein ganzer Körper aus und will in den Ruhezustand gehen. Ich sag's euch. Also, Medizin wäre vielleicht noch... Ne, warte mal, was brauchen wir? Ausdauer... Brotzeit? Brotzeit, aber da haben wir 18. Energy Drink? Ja, pass auf, wir investieren jetzt mal in 4 Energy Drinks. Ohne Zünderbüchse ist offensichtlich immer gut, hier jetzt in Gepäck zu haben. Da ist nochmal der Geist. Halt! Hallo? Nachdem wir ihm Liebe geschenkt haben, will er nicht mehr mit uns reden, stelle ich gerade fest. Du warst doch der Sam, ne? Bitte putz alle Wände, auch die im Keller, und befreit sie von dieser Schandtat an Kunst. Ah, ich weiß, der Keller war schwer, ne, Freunde? Der Keller war echt schwer. Können wir hier nochmal speichern? Hatten wir hier noch einen Speicherpunkt? Wollen wir nochmal in den Keller gehen und das nochmal probieren? Ich weiß, die waren hier sehr, sehr schwer. Aber pass... Warte... Okay, ein Labyrinth im Keller. Natürlich, wieso auch nicht? Stimmt, wir haben hier noch ein Labyrinth, Freunde. Dann lass uns doch erstmal das Labyrinth hier angehen. Komme ich hier nicht runter? Springen? Ja. Du hast nicht genug Mut, um zu springen. Ja toll, fehlt mir jetzt einmal Mut. Moment, kann mir mein Inventar weiterhelfen? Doch, warte mal. Ah. Habe ich nicht Mut? Warum nicht? Dann gehen wir hier auf Stärke. Aber... Ja, okay. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß halt nicht, ob wir da so schnell genug durchkommen. Hier ist zumindest noch ein Take, was wir wegmachen müssen. Putzen. Minus 5 Ausdauer. Die Wandmalerei ist entfernt. Und das Labyrinth im Keller hat spitze Zacken, die hoch und runter gehen. Natürlich. Wieso wundere ich mich überhaupt noch? Das Beste daran ist ja, dass meine ultimative Aufgabe hier Schmierereien an der Wand zu entfernen ist. Ah! Ah, siehst du, einfach schnell durchlaufen. Einfach schnell durchlaufen. Aber das ist hier kürzer, aber das geht schneller, ne? Wow. Sehr, sehr gut eng getimed. Lieben wir. Oh, das sieht aber nach einer schönen Grafik hier aus. So. Die Wandmalerei ist entfernt. 5 von 8. Bei dem Sun ist es nämlich ein bisschen peinlich, dass er eine ausufernde Orgie gefeiert hat. Wir haben nicht genug Mut, um runterzuspringen. Das heißt, wir können hier wirklich nicht runter... Das ist doch ärgerlich. Das ist doch richtig ärgerlich. Aber dann brauchen wir wahrscheinlich auch hier nicht langlaufen, ne? Wow, okay. Also wirklich eng getimed.
Okay. Das sieht nach einem richtigen Labyrinth aus. Pause. Ich war zu langsam. Erkist! Aber die kann ich jetzt nicht für Mut ausgeben, oder? Warum nicht? Intelligenz? Ich glaube, wir brauchen mal ein bisschen Intelligenz. Ich habe beschlossen, wir müssen ein bisschen schlauer werden, Freunde. Oh, praktisch! Ist da Horst schon wieder? Ich glaube, ich habe Horst schon wieder gefunden. Ist das Horst? Es ist Horst! Einfach Horst! Geschick bitte! Franz lernt Erste-Hilfe-Kurs. Das ist doch richtig gut. Das heißt, wir... Horst. 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 Ist Horst. Da frage ich mich auch, aus welcher Bierlaune ist die Geschichte denn entstanden? Geil! Also, es gibt Horst tatsächlich zweimal in diesem Spiel mindestens zu finden. Aber eigentlich möchte ich auch einmal nach unten noch. Pass auf, wir laufen jetzt erstmal in die Ecke hier rein. Da sehe ich auf jeden Fall eins. Aber mich interessiert natürlich auch das hier unten. Da ist noch eine Kiste. Er ist Horst! West! 2 EP und 3 Brotzeit. It's a Brotzeit ist es. Aber ich finde es geil, wie er einfach versteckt ist, ne? Dass du ihn immer nur so ein bisschen siehst. Das finde ich richtig, richtig gut gemacht. Und tatsächlich mag ich auch diese sehr verwirrenden Rätsel, aber sie sind einfach sehr schwierig. So, ist das nicht das letzte jetzt? Nein, 6 von 8. Aber bitte, was haben die für eine Party gefeiert, wenn die Dudes hier im Keller waren? Oder er war der Partygastgeber und hatte keinen Bock mehr auf die und hat gesagt, geh mal hier jetzt in den Keller. Das könnte ich ihm auch zutrauen. Oh, ist das ein Gegner? Nee. Die Vase rührt sich nicht. Du spürst eine magische Energie von ihr ausgehend. Als ob sie leben würde. Als ob sie warten würde, dass du sie von der anderen Seite aus ansprichst. Von der anderen Seite? Wie soll ich das machen? Aber hier ist doch noch ein Bremenweg. Hä? Willst du mich verarschen? Ist Horst jetzt weg? Achso, ich komme ja nicht runter, richtig? Ach, leck mich doch am Po. So, die Wattmalerei ist entfernt. Das war Graffiti 7 von 8. Da kommen wir nicht runter, was ein bisschen ärgerlich ist. Ich habe ja gedacht, dass die Statue jetzt gleich zu Leben erweckt. Waren wir hier schon? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Bitte nicht alles ankreuzen. Ein Labyrinth ist erst dann gut, wenn man sich wirklich richtig ernsthaft verläuft. Wie hier gerade in diesem Moment geschehen. Ah, bleib doch nicht stehen. Oh, wobei, wir sind gerade ein bisschen im Kreis gelaufen. Das ist charmant. Dann wissen wir nämlich, was hier jetzt so in der ganzen Ecke ist. Und dass wir über den Weg hier lang kommen. Ach, warum warte ich denn auch, bis die Spitzhacken kommen? Gut, dann haben wir da eine Kiste, in die wir jetzt mal reingucken. Da oben ist auch noch eine... Ach so, ich wollte gerade sagen, da oben ist auch noch eine Kiste. Wir müssen hier irgendwo noch eine Malerei haben, die wir jetzt nicht gefunden haben, die wir, glaube ich, aber auch nicht finden können, weil wir nicht runterspringen können. Die wir wahrscheinlich erst kriegen, wenn wir genug Mut haben, Freunde. Ah, ist das ärgerlich. Ich werde meine Runde speichern, because I want to speichern. Diese Geister und Zombies hinter mir sind an sich harmlos und haben auch keinen eigenen Willen. Griffin Grief hat sie nur für ihre Trainingszwecke beschworen und damit sie nicht mehr alleine traurig sein muss. Oder wir trainieren halt noch eine Runde, das könnte man auch machen, dass man nochmal mit so einem Geist kämpft.
Ich weiß tatsächlich schon gar nicht mehr, wie wir die besiegt hatten. Die Geister. Aber ein Geist beißen ergibt doch keinen Sinn. Kopfweh? Wenn Geister Kopfschmerzen kriegen? Können die Kopfschmerzen kriegen? Frage für einen Freund. Ja, ich glaube schon. Hä? Buh! Auch das hat den Franz verfehlt. Wir sind jetzt Teenager, wir sind nicht mehr so schreckhaft wie früher. Ja, an und für sich ja eigentlich gar nicht verkehrt, wenn man jetzt hier so ein bisschen levelt. Man kann ja zumindest bei diesem Geisterabschnitt jetzt bleiben. Wisst ihr, wie ich meine? Die Zombies waren tatsächlich ein bisschen zu stark noch für uns. Ich weiß nicht, ob der Superschall was bringt. Ah, doch. Verwirrter Geist. Und den beißen wir dann, den verwirrten Geist. Und machen dem da Kopfschmerzen. Kopfschmerzen sind gut. Also, Geister sind nicht immun gegen Kopfschmerzen. So viel dazu. Und Geist ablecken. Aber Geister sind doch eigentlich... schwierig zu fassende Materie. Weil wir unbedingt ein bisschen stärker werden müssen, wenn wir da gegen diese Viecher antreten wollen. Und mein Ansatz bei diesen Spielen, ich habe ja schon mal gesagt, ist tatsächlich eher weniger, sich damit in die Theorie reinzulesen, was wie welche Attacken, sondern learning by doing und einfach so ein bisschen rumprobieren, wie welche Attacken wie wirken. So wie bei Pokémon. Ich meine, da gibt es ja auch kein Regelwerk. Ich weiß, es steht hier quasi als, ja, als Regelwerk schon irgendwie nochmal geschrieben. Aber das hat ja dann, oder beziehungsweise erfordert ja so ein bisschen das Auswendiglernen. Ja, komm, wir nehmen die Geister jetzt einfach mal der Reihe nach mit, laufen aber nicht bis zur Mitte und laufen dann wieder zurück. Ich glaube, dann haben wir hier einen ganz guten Lerneffekt. Ich nehme jetzt mal normale Attacken. Weil bisher in diesem Spiel habe ich zwischen diesen Spezialattacken und jetzt den normalen Attacken gar nicht unbedingt immer so viele Unterschiede gemerkt. Ja, gut, okay, ich nehme das zurück. An manchen Stellen. Aber ich meine, wenn er nur noch 18 LP hat, kann ich auch ganz normal angreifen, ne? Und es ist natürlich auch immer so ein bisschen, finde ich, zumindest so ein bisschen das Für und Wider, will ich jetzt wirklich für eine Spezialattacke AP aufbrauchen? Oder will ich es mir erstmal noch ein bisschen aufsparen? Weißt du, wie ich meine? Das spielt so bei der Entscheidung, warum ich manchmal mich vielleicht gegen die eigentlich wirkungsvollere Attacke entscheide. Wisst ihr, wie ich meine? Ernsthaft hat Level 15. War das verständlich? Ich habe keine Ahnung, ob das verständlich war. So, Skillbomb Swag Skillpunkt durch Levelaufstieg erhalten. Mut! Ich habe gehört, den brauche ich. Ha, geil. Dann können wir vielleicht doch gleich nochmal runterspringen. Cool, hat sich doch gelohnt. Dann laufen wir nämlich gleich nochmal zurück. Klebrige Bombe. Ja, gut, 692. Kopfschmerzen habe ich auch festgestellt. Ist gar nicht ohne so. Und den kannst du jetzt nämlich mit einer normalen. Wobei, da hätten wir wahrscheinlich eher auf einen normalen Geist gehen sollen. Pass auf, ich nehme mal da eine normale Attacke, weil Schlabber, naja, allgemein ist Viech nicht so effektiv gegen die Geister. Viech ist gleich tot. Wir müssen Viech retten, Freunde. Mit Medizin. Haben wir nicht noch Brot? Ich weiß nicht, ob das gut für der Viech ist, aber der Viech kriegt jetzt einfach Brot. It's Brotzeit. Also Schlabber ist, glaube ich, nicht so effektiv. Allgemein hat Viech, glaube ich, nicht so die guten Voraussetzungen, um gegen den Geist anzukämpfen.
Biss fand ich jetzt... Warte mal, wie ist der Biss? Ah, geht so. Klebrige Bombe ist gut. Klebrige Bombe ist wirklich gut. Machen wir das so? Nein! Was hat er mit uns gemacht? Er hat uns verwirrt. Richtig. Dann laufen wir nämlich jetzt den Weg zurück. Dann haben wir nämlich eine kleine Level-Einheit gehabt. Zack! Weil dann kommen wir jetzt hier an den Geistern nochmal vorbei. Und irgendwann laufen wir bis ganz zum Ende. Es hieß ja nicht, besiege die Geister. Kannst du ja auch nicht, weil es ist ja hier eine Trainings-Area. Nee, warte mal. Kopfschmerzen. Nee, können wir nicht, weil wir keine AP mehr haben. Grausam. Siehst du, hätten wir eh bis hinten nicht geschafft. Wäre uns eh alles ausgegangen. Aber es ist gut zu wissen, dass wir hier unten dann wirklich noch eine Trainingseinheit haben. Weil wir müssen einfach auch leveln. So. Siehst du, weil die APs gehen uns jetzt langsam so ein bisschen aus. Das heißt, wir probieren es jetzt einfach mal mit ganz normalen Angriffen. Weil wir müssen auch wieder bis zu hinten zurückkommen. Schafft man sonst nicht. Bettlaken überziehen, auch das Beste. Wird der Geist dann geistiger? Ausgegeistet. Weggeghostet quasi. Ja, ist jetzt zwar ein bisschen doof, bei dreien jetzt nur auf normale Fähigkeiten zu gehen. Aber... ich würde ja gerne den Erste-Hilfe-Kurs mal anwenden, aber wir haben nicht mehr so viel AP. Man könnte natürlich irgendwem jetzt auch noch einen Energy-Drink verpassen. Vogel zum Beispiel. Pass auf. Weil... dann können wir hier nämlich die klebrige Bombe nachschieben. Die war ja nun wirklich sehr nett. So. Vogel auf Energy Drink. Genau so. Jetzt reicht's mir aber mit dem Geist hier. Ja, es macht wahrscheinlich auch die Attacken-Kombi am Ende denn so ein bisschen aus, ne? So, jetzt haben wir, glaube ich, nur noch einen Geist. Damit hat sich doch volle Möhre gelohnt. So, nehmen wir den jetzt noch mit. Dann reicht das auch jetzt erstmal. Aber pass auf, wir können doch jetzt nochmal den Erste-Hilfe-Kurs bei uns selber vielleicht anwenden. Siehst du? Anwenden, was man gelernt hat auf gut Deutsch. Und gleich, wenn wir vorne sind, können wir uns wieder auffüllen. Sollte ja jetzt erstmal kein Gegner kommen. Aber es hat uns sehr, sehr gut getan, dass wir hier jetzt eine Runde... hier. Perfekt. Achso, ich wollte ja jetzt runter, ne? Pass auf, hier war doch ein Speicherpunkt, ne? Ja, mega. Dann speichern wir gleich nochmal eine Runde. Und... warte, mit welcher Taste springe ich denn? Ah, hier. Springen. Mut. Yes! Agilität wirkt. Du rollst dich ab und erhältst keinen Schaden. Geil. Das heißt, wir können jetzt überall springen. Mega. Das ist gut, Freunde. Okay, die sind versetzt. Ah, versetzt, versetzt. Ach, Dreck. Konzentration. Ja, Entschuldigung. Stuhl A? Glückwunsch, du hast es durch das Labyrinth geschafft. Ich bringe dich wieder zurück nach oben. Nein, warte. Stuhl A? Aber war... warte mal. Hat nicht Stuhl A... war das nicht das Rätsel mit diesem Zug? Moment. Ach,
Ach nee, Nummer 1 hat uns die Frage gestellt. Der erste Stuhl will von uns, dass wir das Zombie im Keller der Burg besiegen. Oh, da war ja auch noch was. Also müssen wir doch den Zombie besiegen. Erledige Aufgaben 3 von mindestens 4. Das hieße theoretisch, wir müssen den Zombie besiegen. Erstmal muss ich jetzt hier nochmal vorbei. Naja, perfekt. Danke. So geht's natürlich auch. Da ist der Quest. Hatten wir unten noch was zum Springen? Ich glaube nicht. Hatten wir hier noch was? Ich glaube ja. Warte mal, wir laufen mal hier rein. Da ist eine Kiste, die wir zumindest nicht gesehen haben. Sind wir nicht bis zum Ende gelaufen? Leer. Ja, doch. Aber die Kiste war leer. Zauberhaft. Ah, hier. Ja. Genau, hier können wir nämlich jetzt runterspringen, weil wir haben ja jetzt den Mut. Perfekt. Also erstes... Und wenn ich so eine Punkte sehe, heißt das, wir müssen wirklich kämpfen, ne? Du hörst die Vase flüstern. Katzen haben 4 Beine, Hunde haben 4 Pfoten. 7 ist eine schöne Zahl. Trüffel. Hä? 7 ist eine schöne Zahl? Trüffel? Dann verschwindet sie. Forscher grübeln noch immer über die Frage, warum gerade jetzt... Es spricht den Rätseln. Ich habe keine Ahnung, was uns dieses Ding sagen wollte. Aber irgendwo muss jetzt noch ein Graffiti sein. Freunde, das müssen wir zuerst jetzt noch suchen. Ich glaube, oben war es ja nicht. Okay, da müssen wir jetzt wirklich ganz genau gucken, dass wir das nirgendwo übersehen. Vielleicht ist es eine Stelle, wo man runterspringen muss. Aber es ist ja ein Labyrinth, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das heißt, es ist ein bisschen verschachtelt. Aber es ist nicht der Anfang hier jetzt. Hä? Warte mal. Wo ist der Sun? Ah, hier. Irgendwo muss noch ein Graffiti sein, was, glaube ich, ganz, ganz schwer zu finden ist. Vielleicht unten irgendwo? Warte. Vielleicht hier? Warte mal. Ah, Mist. Aber hier war doch nur die, die uns nach oben bringt. Die jetzt auch nicht mehr da ist. Oder war die da oben? Oder wir haben es... Oder ist es vielleicht so fies, dass es an einer Stelle ist, die wir nicht sehen? Also hier an so einer Wand. Das wäre aber richtig bodenlos. Wenn das so gemacht wäre... Ui, kann ich sowas Entwicklern zutrauen? Ja. Oder Horst steht davor. Das kann auch sein. Oder Horst ist der Tagger. Das könnte auch sein. Horst taggt die Wand voll. Zu spät. Ach, fast. Aber ich glaube es fast nicht, dass das so gemein gemacht ist. Wobei, möglich ist theoretisch alles. Oder wir haben es irgendwo im Haus. Oder es ist halt wirklich doch da oben irgendwie noch mit, ne? Ach, Leute. Rückwärts springen? Nee, das wäre ja ein Salto gewesen, dann, den er gemacht hätte. Also so sehen die Wände zumindest sehr, sehr clean aus. Vielleicht haben wir wirklich da oben noch was. Das kann auch sein. Da ganz oben. Aber könnte da oben noch ein Take sein? Vielleicht? Oder ich habe hier irgendwas übersehen an den Wänden. Gibt es hier irgendwo eine Wand? Hier ist doch noch eins. Da! Oh, das hat, weißt du, wonach das aussah? Nach einer Spinnenwebe. Es sah aus nach... Nach Dreck. Ah,
Gut, dann können wir zum Sun gehen und wenigstens den glücklich machen. Alle Graffitis entfernt, sagt ihr? Das sind herausragende Neuigkeiten. Danke. Hier, das bekam ich als Geburtstagsgeschenk und brauch's eigentlich nicht. Vielleicht findet ihr dafür ja Verwendung. Auf Wiedersehen und nochmals danke. Euer Sun Graf Grafus von Grafenstein. Was haben wir bekommen? 150 Öcken, 170 Punkte, 1 Skillbaum, Swag Skillpunkt. Hallo Reisender, halte inne und betrachte meine Waren. Halte inne und betrachte meine Waren. Okay, Fingerringe. Oh, wir könnten uns eine Gangstermütze leisten, aber Hose unterm Hintern, aber prinzipiell großes Ego. Prinzipiell brauchen wir eigentlich Waffen, wobei Klamotten ja auch gut sind. Guck mal, sowas brauchen wir. Guck mal, das Messer finde ich gar nicht so verkehrt. Ich kaufe mal ein Messer und gucke mal. Und gucke mal. Haben wir ein bisschen weniger Agilität, ne? Aber auch, naja, nicht so viel. Pass auf, wir nehmen jetzt das Messer. Das Messer! Ich hoffe ja, dass es da ein bisschen was bringt. Ja, hier müssen wir unbedingt auch ein bisschen Kleidung anlegen. Und vor allen Dingen, die müssen wir auch noch weiter aufleveln, ne? Gerade der Viech braucht das. Aber es ist die Frage, was genau machen wir? Den Zombie besiegen? Na, wir könnten es ja nochmal bei den Tieren probieren auf dem Bauernhof. Ob wir jetzt inzwischen schon ein bisschen besser sind? Ich fürchte ja leider nein, aber... ich weiß es nicht. Wir könnten gucken. Wir probieren es. Ich meine, was soll passieren? Außer, dass wir sterben. Wo war der Bauernhof? Der Bauernhof... war das nicht das hier? Ist das der Bauernhof? Ach nee, das war das Haus. Aber es war der Bauernhof. Der Bauernhof war... das hier, ne? Yes! Sepps Bauernhof. Okay, Freunde, dann... werden wir einmal hier speichern, den Wiederbelebkristall an die Stelle ziehen und gucken. Wir hatten ja noch Tiere, die wir besiegen müssen. Komm, wir probieren jetzt das Schaf. Boah, es sind halt leider auch gleich 4, ne, die am Start sind. Wir hätten wahrscheinlich erst Skillbaum, Skills, Webpunkte, wie soll ich sagen, verteilen müssen. Gucken wir mal, wie wir uns schlagen. Komm, wir beißen einfach gleich ins Schaf rein. Mh, lecker. So. Das Pferd tritt aus. Richtig? Richtig. Dafür kriegt es jetzt erstmal die klebrige Bombe. Geil, wir beißen mit uns, wir beißen um uns. Ich mache jetzt mal normale Attacken, um zu gucken, wie das funktioniert. Und ich glaube, Franz wird, glaube ich, vielleicht mal ein bisschen Erste Hilfe jetzt noch. Bei wem? Bei Viech? Gleich ein Cut setzen. Übrigens auch Folgezeit-Cut. Aber ernsthaft hat er jetzt ein Messer am Start. Insofern, pass auf, wir nehmen doch mal den Erste-Hilfe-Kurs. Das passt doch. Uah. Das sah doch jetzt schon mal besser aus. Sag mal nicht, wir kriegen die Weide noch leer. Schwacher Hufschnabel. Aber ich glaube... ich glaube...
mal. Perfekt, dann nehmen wir den doch gleich. Wir brauchen unbedingt noch was für Arm und Kopf, ne? Okay, das war ganz cool. Vielleicht schaffen wir das ja doch. Ja, guck mal, aber die sehen schwer aus, ne? Die sehen schwer aus. Dann sollten wir vielleicht nochmal, bevor wir... Sind das Bullen? Oh, ich glaube. Sollten wir uns vielleicht nochmal hier ein bisschen auffrischen? Wir können es ja. Es hindert uns ja keiner. Ich dachte gerade, das Haus brennt, als ich das Feuer gehört habe. Genau, die sind weg, weil die haben wir jetzt besiegt. Also, wir kommen ganz allmählich doch voran. Die wild gewordenen Tiere. Purpursonnenhut. Nichts mehr im hohlen Stamm. Brotzeit. Also, ich glaube, wir machen uns dann ja an die kleineren Sachen erstmal. Oh, da guck mal, da ist ein Schweinchen. Also, erfahrungsgemäß, finde ich, müssen wir, glaube ich, jetzt erstmal das Pferd ausschalten. Gleich mit dem Messer attackieren. Schwein kann ich halt auch noch so gar nicht einschätzen. Grunz, grunz. Yeah. Mäh. Hallo, hört auf rumzublöken. Psst. Wo wir wieder dabei wären, wir sind auf einem Bauernhof. Verfehlt. Okay, pass auf. So, ist die Geschichte schon mal weg? Dann... Das Schaf versucht sich wirklich zu wehren, ne? Viech ist gleich weg, Freunde. Das können wir so nicht durchgehen lassen. Mir ist so warm. So, das Schaf wäre schon mal weg. Das ist schon mal gut. Nein, Vogel. Und ernsthaft geht's halt überhaupt nicht gut, ne? Das gibt's doch nicht. Schwein wegen Kopfweh verpassen habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Nein! Nee, aber zumindest tasten wir uns wirklich ganz langsam voran, ne? Wir sollten uns die Skill-Baum-Skill-Swag-Punkte auf jeden Fall jetzt verteilen. Vor allen Dingen, die Tiere jetzt auf uns zukommen. Aber wir haben ja ein bisschen was jetzt erledigt. Unsere Folgezeit ist, by the way, vorbei. Und bevor man die Rechner hier noch überhitzt, ich tue es auf jeden Fall schon, seit gefühlt Stunden, werden wir hier das nächste Mal weitermachen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder am Start seid, Ladies and Gentlemen. Und wünsche euch bis dahin, ja, einen zauberhaft schönen Tag. Genießt ihn und seid ein wenig dirty dabei.